Hallo Boxen Buddies! Ja, wir haben heute den 31.12. und ich bringe gerade den LKW in die Firma. Ja. Es gibt vieles Neues in Zukunft. Auch hier beim Büchsenschubser und Tour. Es ändert sich was. Denn das wird hier eine der letzten Fahrten in diesem LKW für mich sein. Denn ich wechsle im kommenden Jahr die Firma. Ja, ich will mich beruflich verändern. Und aus dem Grunde wechsle ich die Firma zum Mitte Januar. Und ich habe jetzt Urlaub. Ich habe jetzt den LKW leergeräumt die Tage. Und wie gesagt, ab nächstes Jahr gibt es was Neues. Aber mehr verrate ich noch nicht. Das wollte ich euch auf diesem Wege nochmal allen mitteilen. Ich wollte das eigentlich schon vor oder zwischen Weihnachten und Neujahr machen, aber ich war krank. Ich lag eigentlich Heiligabend mit Grippe im Bett. Und das hat sich eigentlich so, ich habe jetzt noch die Reste, ich konnte teilweise nicht reden. Und mich hat es richtig erwischt gehabt, die Grippe natürlich, wie immer. Und immer zu Weihnachten. Ja, und wie gesagt, das ist eine meiner letzten Fahrten in diesem LKW. Das Containerfahren mit diesem LKW ist vorbei. Ich vermute mal, mein noch Arbeitgeber wird bald mit diesem LKW kühler fahren oder plane, aber ohne mich. Ja, das Einzige, was an dem LKW bleibt, ist so wie er ist. Mein Chef hat den LKW so übernommen und das war mir recht. Er hat alles so übernommen, wie es ist. Wir haben uns da geeinigt. Er hat mich dafür finanziell entschädigt. Und ja, so sind wir beide glücklich. Er hat einen schönen LKW. Und ich weiß, dass der LKW so bleibt, wie er ist. Und wie gesagt, wenn ihr diesen LKW nochmal sehen solltet, oh, er schaukelt hier ganz schön, dann wisst ihr, das ist der Büchsenschubser-LKW. Nur da sitzt der Büchsenschubser nicht mehr drin. Denn der sitzt bald in was Neuerem drin, aber das verrate ich euch noch nicht. Nein, das bleibt noch geheim. Ja, was es wert, ob es ein Iveco wert, ein Scania, man weiß es nicht. Oder vielleicht sogar ein Ford LKW, das wär's. Ja, oh ja, hier, jetzt hat mein... Mein Notbremsassistent hat gerade zugeschlagen, weil er ein Schild erkannt hat, was durch diese Fahrbahnverschwenkung im Weg steht. Und dann hat er mal eben, wie soll ich sagen, in die Bremse gehauen. Oder hat es versucht. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben den 31.12. Es ist Mittag. Wir haben jetzt also noch gut 12 Stunden. Dann war es das mit 2018. Für mich war das ein erfolgreiches, ich sag mal, YouTuber-Jahr. Wie gesagt, am 30.12.2017 ist dieser Kanal erst gegründet worden. Ja, und wir sind jetzt, Stand heute, bei 3.275 Abonnenten, wo ich mich eigentlich mal bei jedem Einzelnen bedanken möchte, dass ihr mir die Stange haltet. Ich versuche das natürlich im kommenden Jahr noch alles auszubauen. Ich werde einiges verändern, nicht viel verändern, ummodeln. Vieles Neues versuche ich dazu jetzt reinzubauen. Ihr werdet noch interaktiver mit einbezogen werden. Ich versuche das auf jeden Fall. Und ja, es wird viel Neues kommen. Klar, neue Firma, neue LKW, neue Aufträge. Welche, das verrate ich euch noch nicht. Aber die werden kommen.
mit Sicherheit, vielleicht mit dem Ford, man weiß es nicht. Oder mit Iveco, man weiß es nicht. Vielleicht aber auch ein Scania, ein V8, man weiß es nicht. Ja, aber seid sicher, ihr seid die Ersten, die es erfahren werdet. Ja, die meisten haben es ja schon in meiner Facebook-Community mitbekommen. Beziehungsweise da erfahrt ihr eigentlich immer als allererstes alles. Ne? Wir sind mittlerweile eine Community von über 600 Mitgliedern. Auch ein liebes Dank an meine Community. Wir haben viel Spaß da drin. Wie gesagt, ihr erfahrt da richtig viele tolle Sachen. Wo ich stehe, wo ich parke und so weiter und so fort. Und das gibt es halt nur in der Facebook-Community Büchsenschubser und Tour. Ja. So, ja, und wisst ihr, wie das ist, wenn man einen LKW abgibt? Das ist ein richtig beschissenes Gefühl. Echt ein beschissenes Gefühl. Ja, alles hier, meine persönlichen Sachen rausgeräumt. Ja gut, sauber machen ist ja selbstverständlich alles. Alles wieder ordentlich gemacht. So, dass der, mein Nachfolger von diesem LKW sich hier gleich wohlfühlt. Er bekommt einen tollen LKW, der bis dato top gepflegt ist. Jetzt mittlerweile mit viel Zusatzausstattung. Angefangen Spannungswandler, Mikrowelle, Fernseher, was haben wir hier noch? Ach, hier ist so vieles drin. Funkgerät, Kühlschrank ja sowieso, Standklimaanlage, normale Klimaanlage, Fenstergitter. Naja, er muss halt nur mit dem Büchsenschubser und Tour-Logo durch die Gegend fahren. Und hier mit der Pommesgabel. Ne? Aber ich denke mal, das wird er verknusen. Ne? Vielleicht kommen die Aufkleber auch ab, aber jetzt im Winter hat der Chef gesagt, nee, wir lassen die dran. Man kann die im Winter eh so schlecht entfernen. Und ja, soll mir recht sein, ich war sowieso erkältet. Wäre schlecht gewesen für mich, mit meiner Erkältung da draußen alles abzurubbeln. Ich hätte es gemacht, weil ich habe es ja auch rangemacht, also musste ich es auch wieder wegmachen. Ne? Aber Chef hat gesagt, kann ich dran lassen, er übernimmt das so alles und dann ist gut. Ja, ja, da würde ich mich natürlich auch noch bedanken bei meinem Noch-Chef für die knapp 2 Jahre, die wir zusammen miteinander verbracht haben, wie in guten und in schlechten Zeiten. Ja, war immer fair und offen gegenüber mir und ich auch ihm. Und lieben Dank nochmal dafür. Und ich hoffe, dass er mit meinem Nachfolger hier auch viel Glück hat, wenig Ärger. Ne? Weil ihr wisst ja alle, so ein LKW, der muss rollen. Ne? Der muss rollen. Ob er will oder nicht. Der kostet viel Geld. Ja. Ja. Das war's mit 2018. Waren viele Leute, die ich kennengelernt habe, auf vielen Treffen. Mit einigen sind mittlerweile feste Freundschaften entstanden. Dafür sage ich auch nochmal lieben, lieben Dank für. Und ich hoffe, das nächste Jahr wird genauso weitergehen. Auch mit vielen neuen Treffen, mit vielen, die man kennenlernen wird. Klar, mit einem neuen LKW, aber das lässt sich nun jetzt mal nicht vermeiden. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Und ich werde zwar auch die Zeit hier im DAF vermissen, aber ich freue mich auf was Neues. Vielleicht wird es ein Ford. Oder ein Scania. Oder vielleicht doch ein Iveco. Wer weiß. Ne? Wir werden es sehen. Und ihr werdet es als erstes erfahren. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Wie gesagt, ihr werdet mich vielleicht jetzt die nächsten Wochen etwas weniger bei YouTube sehen oder hören. Ich werde mal so zwischendurch vielleicht mal ein Video raushauen. So ein kleines Update-Video.
Und wie gesagt, ich muss mich erstmal in alles Neue einfummeln. Und wenn das alles läuft, dann geht es auch hier so richtig wieder weiter. Und da freue ich mich drauf. Ja, mittlerweile gibt es ja schon einen zweiten YouTube-Kanal von mir. Ja, der startet jetzt auch im kommenden Jahr. Das hat aber nichts mit LKW-Fahren zu tun. Nein, da geht es rein um das Wohnmobil. Und der Kanal nennt sich Womo Diaries. Also W-O-M-O Diaries, also Wohnmobilgeschichten. Denn meine Frau und ich, wir werden uns im kommenden Jahr ein Wohnmobil kaufen. Und wir wollen die ganze Geschichte begleiten mit der Kamera. Also von der Wohnmobilsuche, die geht schon im Januar los auf der CMT in Stuttgart auf der Messe. Wir werden uns diverse Wohnmobile anschauen und davon werden wir ein paar Videos machen. Und das werdet ihr denn auf Womo Diaries bei YouTube von uns sehen. Ja, ja, freue ich mich auch drauf. Das Gute ist bei Womo Diaries, da muss ich nicht jede Woche ein Video machen, ne? Weil das ist schon teilweise richtig arbeitsintensiv. Aber ich mache es gerne. Ich mache es gerne. Auch wenn mir das jetzt erstmal ein bisschen fehlen wird. Und aber ich habe gesagt, fürs neue Jahr ist so einiges geplant. Ich habe da noch so ein paar Ideen, die möchte ich verwirklichen. Und das wird auch kommen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, ich werde mich jetzt hier von dem LKW gleich verabschieden. Das soll es denn von diesem kleinen Laber-Vlog heute gewesen sein. Ich wünsche allen da draußen, allen YouTubern, allen Zusehern, allen Abonnenten, allen Freunden und Bekannten einen guten Rutsch ins neue Jahr. In gut 11,5 Stunden ist es soweit. Kommt alle gut rein, kommt alle gesund wieder. Ich bedanke mich nochmal für euer Vertrauen für die letzten 12 Monate. Für all das weiß ich, wofür ich das Ganze gemacht habe. Dafür lieben Dank. Und ich hoffe, dass ich im kommenden Jahr die Qualität noch verbessern kann. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, und dann stelle ich ihn ab. Und dann war es das. Ja, dann ist es vorbei. In dem Sinne habe ich jetzt nur eins zu sagen. Liebe Büchsenschubser-Buddies, muss mal gerade hier gucken, wie keiner guckt. Einen guten Rutsch, bleibt alle gesund und munter und keep trucking bis 2019. Euer Büchsenschubser. Macht's gut.